Boiotus, Sohn des Poseidon und Zwillingsbruder des Iolus, als seine Mutter werden neben Arne gemäß der einen Legende wurde Arne von ihrem verärgerten Vater in Begleitung nach Metapontien geschickt, wo sie die Zwillinge gebar. Arnes Reisebegleiter adoptierte die Kinder. Boiotus und sein Bruder Iolus wurden zu Königen des Landes. Nach einem Streit zwischen Arne und der Gemahlin des Adoptivvaters töteten die Söhne ihre Stiefmutter und mussten fliehen. Boiotus wurde von seinem Großvater Enyolis aufgenommen und erhielt dort ein Königreich. Die in der anderen Version versteckte Melanippe aus Angst vor ihrem Vater die Zwillinge im Dumm vor dem Rinderstall, oder sie wurden wilden Tieren vorgeworfen, jedoch von einer Kuh ernährt und von Hirten gefunden und aufgezogen. Theano, die kinderlose Gemahlin des Königs Metapontos von Ikaria, gab sie als ihre eigenen aus. Der König schloss die Zwillinge ins Herz. Als Theano doch noch eigene Kinder zur Welt brachte, wollte sie Boiotus und seinen Bruder während eines Festes der Artemis auf der Jagd umkommen lassen. Poseidon rettete die Söhne und forderte sie auf, ihre vom Großvater gefangen gehaltene und geblendete Mutter Melanippe zu befreien. Die Zwillinge töteten Iolus und eröffneten Metapontos die Hinterlist seiner Gemahlin, worauf der König die Brüder adoptierte. Boiotus gründete später Boiotien.